Rennen in einem Formel 3000 mit 19 Jahren. So, was zeigen uns die Werte hier? 196,9. Jack Moreno. Schlägt mir die Reifenstapel ein. Ich denke mal, nichts Großartiges passiert beim Piloten. Den Streckenteil fantastisch erwischt haben. Jochen Stoll von Rems angeht ganz nach links raus. Und jetzt steckt er im Reifenstapel geradeaus in der Jupp. Turbo.
Skifahren, Laufen, das sind alles Dinge, die ihn interessieren und denen er nachgeht. Oh, Stefan Winkler hat große Probleme beim Anbremsen und er rutscht leider in die Reifenstapel hinein. Eingangs. Der 23-Jährige, der noch 23-Jährige. Teilnehmern in dieser Klasse. Die 660 ist bereits da, sehr motiviert hineingegangen, zu motiviert, wie wir jetzt wissen, in diesem Moment in die Job, gerade ausgerutscht in den Reifenstapel gelandet. Gestartet haben mit der Familie Rauch, nämlich mit Marco Rauch im Fiat 128 Coupé. Auto, mit dem sie gestern hier gekämpft wurde als zweite. Das nächste Fasthoppala hier in der Job durch Florian Hübel, der aber nicht einschlägt, aber zum Stillstand kommt, zurücksetzen muss und weiterfahren kann. Hab's aber gut hinbekommen. Gestern.
Kilometer, 7,1 Stundenkilometer in der Anlaufgeschwindigkeit vor der Jugend. Die 2-Minuten-Marke mit 1,5732. Schnellster bisher mit 1,5593, 1,5593. 2,19,01 für Tanja Flammer und 2,22,1. Gipsbälle und das Zeitfahrzeug. Ist im Ziel mit Zeitverbesserung auf 1,4873. 1,4873. Bastian Voss, Georg Lang. So, und da ist er, der Stefan Hetzenauer, dem wir vorhin doch einmal relativ etwas genauer haben. Mario Hube auf dem Minichberger Golf 16 Ventiler, er mit dem Pumpen nicht schlagen kann. Der Gesamtsieger in Folge.
von MSF Ettetal. So, der fünfte Gang war drin. Beim Heraufbild durch. Phase vorbei für den Joachim Hummel. Neue Bestmarke 201,79 für Saabbiel und seinen Spießgolf. Christian Hander geht durch die Runde. Der 28er Chef. Auf dem 3er kompakten BMW. Andy Heinrichs. 205,74 für Ronny Bucher, 10,39 für Jörg Kölzer.